Ich stell dir jetzt Getsu Fuma Den Undying Moon vor. Das Spiel ist wieder was für die Fans von der Mythologie Japans, weil du besuchst dir die japanische Hölle und legst dich dort mit den Yokai genannten Dämonen an. Allerdings ist das hier für die Hölle doch ein bisschen kalt. Aber wie das zusammenpasst, das erkläre ich dir gleich. Getsu Fuma Den ist keine neue Serie, der erste Teil ist bereits im Jahr 1987 für den NES erschienen und dort bist du in die Yomi genannte Unterwelt gereist und hast dich dort bereits mit den Yokai angelegt. Undying Moon behält die Grundzutat bei, allerdings muss ich hier jetzt ein bisschen was zur Unterwelt von Japan erzählen, weil da nimmt sich das Spiel ein paar Freiheiten. In der japanischen Mythologie gibt es nämlich nicht bloß eine einzige Unterwelt, sondern eine ganze Menge. Also ich habe da Zahlen gelesen, einige Forscher, die gehen von bis zu 64.000 verschiedenen Höllen aus. Und in Getsu Fuma Den werden die alle so ein bisschen zusammengewürfelt und dann noch mit eigenen Kreationen gemischt. Der Geschichte des Spiels zufolge besuchst du hier Yomi, das ist die shintoistische Unterwelt in Japan. Die kannst du aber nie so wirklich mit der Hölle aus dem christlichen Glauben vergleichen. Vielmehr ist das wie im Griechischen, das ist nämlich eine Unterwelt, in die die Seelen der Verstorbenen nach ihrem Ableben hingehen. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir zu der Erklärung, warum es hier auch eisige Gebiete gibt, orientiert man sich doch schon beim Design so ein bisschen an der buddhistischen Hölle. Da gibt es nämlich insgesamt 16 Haupthöllen und 8 davon sind heiß und die anderen 8 sind kalt. Jetzt denkst du dir bestimmt erstmal, wie Hölle im Buddhismus? Glauben die nicht an die Reinkarnation? Ja, tun sie, allerdings gehen sie dennoch erstmal in die Chigoku genannte Hölle und büßen dort für ihre Sünden, ehe sie wiedergeboren werden. Und je nachdem, welche Sünden sie im Leben begangen haben, werden die dort in eine andere Hölle geschickt. Dort werden sie von den Oni gefoltert und ich glaube, wenn du dich irgendwie schon mal mit der japanischen Mythologie befasst hast, dann wirst du die kennen, weil das ist ja quasi der Vorzeigedämon aus Japan. In Getsu Fuma Den ist das eine der Gegnerorten, auf die du treffen wirst und die anderen basieren aber ebenfalls alle auf den japanischen Yokai oder aber auf der japanischen Kunst. Der erste Bossgegner, dem du im Spiel begegnen wirst, ist zum Beispiel ganz offensichtlich dem riesigen Skelett namens Gasha Dokulo nachempfunden. Das war's jetzt aber erstmal zu den mythologischen Hintergründen, jetzt will ich dir das Spiel selbst natürlich vorstellen und als erstes ist dir bestimmt schon die Grafik ins Auge gesprungen, die ist nämlich ebenfalls nochmal was typisch Japanisches. Die basiert nämlich auf dem Ukiyo-e genannten Stil, der in Japan hauptsächlich im 16. bis 19. Jahrhundert zum Einsatz kam und mit Gemälden oder Holzdrucken realisiert wurde. Die Grundlage von diesem Stil sind vor allem dicke und flache Linien, allerdings zeichnet er sich auch dadurch aus, dass sich sämtliche Charaktere auf derselben Ebene befinden. Außerdem hat man dafür auch ungewöhnliche Blickwinkel genutzt und der Fokus lag auf horizontalen sowie vertikalen Beziehungen, sowie Details auf Kleidungen wie zum Beispiel Linien oder Form. Das Gameplay von Getsu Fuma Den orientiert sich so ein bisschen an Castlevania und Metroid. Allerdings hast du hier nicht wirklich so eine typisch semi-offene Spielwelt, in der du immer neue Pfade freischaltest. Stattdessen kannst du durch Zufall Schlüssel finden und mit denen kannst du dir dann, nachdem du einen Boss bezwungen hast, aussuchen, in welches Level du als nächstes gehen willst und dir so ein bisschen deinen eigenen Weg zusammenbauen, bis du beim Endboss ankommst. In den Kämpfen hingegen, da steht die Action klar im Vordergrund, allerdings laufen die Kämpfe in ein bisschen langsamer ab, weil die Gegner doch schon gerne mal ein paar Schläge aushalten. Deswegen musst du deren Angriffsmuster lernen, damit du weißt, wann du jetzt kontern kannst, wann du blocken musst oder wann du ausweichen solltest. Und gerade in den Kämpfen gegen die wirklich sehr gewaltigen Bossgegner wird das richtig wichtig. Die Waffen sorgen nochmal für richtig viel Abwechslung, weil die lassen sich wirklich alle unterschiedlich spielen. Es gibt zum Beispiel einen Katana, mit dem kannst du halt einmal ganz normal angreifen, gleichzeitig aber auch, wenn du das Timing hinbekommst, die feindlichen Attacken kontern, dann gibt es so eine Art Schirm, mit dem kannst du hingegen Attacken einfach abblocken und dann kannst du auch noch Doppelmesser finden, mit denen kannst du wirklich sehr schnell angreifen, allerdings machen die dann auch nicht so viel Schaden und damit kann wirklich absolut jeder hier so ein bisschen seinen eigenen Spielstil finden. Das Spiel hat aktuell aber noch 3 große Nachteile, allen voran ist da wirklich dein Fortschritt, weil es dauert richtig lange, bis du hier irgendwelche neuen Fähigkeiten oder Upgrades freischalten kannst.
Der Grund ist, dass du deine gesammelten Materialien bloß nach einem Bosskampf in diese ganzen Upgrades investieren kannst, aber das machst du entweder vollständig oder gar nicht. Du kannst die Ressourcen dort nicht nach und nach investieren und sozusagen schon ein bisschen Fortschritt auf dem Upgrade bekommen. Du musst das sofort komplett freischalten. Wenn du das nie kannst und dann nach dem Boss ins nächste Level gehst und dort dann stirbst, ja, dann hast du alles verloren. Es gibt nur eine einzige Methode, dein Material zu sichern, und das ist, wenn du nach einem Bosskampf in deiner Heimatbasis zurückkehrst. Aber das bedeutet auch, dass du deinen aktuellen Durchlauf unterbrechen musst und beim nächsten Mal fängst du dann halt wieder ganz von vorne an. Okay, ganz von vorne anzufangen ist bei dem Spiel jetzt nicht ganz so wild, weil einen Durchlauf, den kannst du innerhalb von vielleicht 1-2 Stunden beenden, selbst wenn du neu bist. Das nächste Problem ist das Level-Up-System, weil du sammelst im Spielverlauf diverse Seelen ein, die du dann entweder ausgeben kannst, um etwa einen Wert zu erhöhen, oder du wandelst die in einen Heiltrank um. Ein Heiltrank kostet dich ja aber direkt 4 Seelen und mit dieser Anzahl an Seelen könntest du alternativ auch 4-mal deinen Angriff verbessern oder deine Gesundheit 1-mal erhöhen und 1-mal den Angriff. Das bedeutet also, wenn du in dem Spiel noch nicht ganz so gut bist und dich häufig heilen musst, dann fällst du direkt noch ein bisschen weiter zurück, weil du ja deine Werte nie verbessern kannst und damit wird das Spiel gleichzeitig wieder ein bisschen schwerer. Während hingegen Leute, die schon wirklich ein bisschen besser da drin sind, die haben damit natürlich keine Probleme und werden dann nochmal stärker. Das letzte Problem ist die Steuerung. An sich funktioniert die zwar doch schon ziemlich gut, allerdings würde ich mir wünschen, dass die manchmal ein bisschen schneller reagieren würde, weil ich hatte häufiger die Situation gehabt, dass ich einfach aus Versehen in die falsche Richtung geschossen habe oder meine Ausweichrolle nicht schnell genug ausgeführt wurde. Das sind alles Probleme, die kann der Entwickler noch beheben, weil aktuell ist das Spiel bloß in einer Early Access Version für den PC erschienen. Die vollständige Veröffentlichung und außerdem noch eine Version für die Nintendo Switch soll innerhalb eines Jahres folgen, also spätestens im Jahr 2022 erscheinen. In der soll es dann mehr Level geben, mehr Waffen und auch noch verschiedene spielbare Charaktere. Wenn du allerdings die Early Access Version besitzt, dann musst du das Spiel nie nochmal kaufen. Du bekommst diese ganzen zusätzlichen Inhalte kostenlos per Update nachgeliefert. Es gibt zudem noch einen kleinen Bonus, weil wenn du Undying Moon kaufst, dann bekommst du den Vorgänger aus dem Jahr 1987 direkt mit dazu. Der ist zwar komplett in Japanisch gehalten, allerdings ist das doch schon ein netter Ausflug in die Vergangenheit der Spielegeschichte. Wenn du dich mehr über Spiele mit Japan-Setting interessierst, dann findest du jetzt nicht bloß hier an der Seite ein paar eingeblendet. Du kannst außerdem noch unter dem Like-Button in der Videobeschreibung nachsehen. Da habe ich noch eine ganze Liste mit Spielen verlinkt, die so ein Setting haben. Außerdem findest du dort Möglichkeiten, mich und meinen Kanal hier zu unterstützen, damit ich in Zukunft noch viel mehr aus und über Japan berichten kann. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal.